Hallo, hier ist wieder euer Knochenbosalp hier mit einem neuen Let's Demo, nämlich von Super Smash Bros. 3DS. Der Nachfolger von Super Smash Bros. Brawl. Und die Demo ist heute erschienen und ja, ohne lange zu quatschen, legen wir los. Ach ja, ich habe da noch was zu sagen. Hoffentlich kommt auch noch hier dieses Jahr Super Smash Bros. Wii U raus, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt, sondern nächstes Jahr, aber egal, gucken wir uns das Spiel an. Also es hat jede Menge Charaktere, so wie Luigi, Bowser, Rosalina, Samus, die Wii Fitnessfrau ist dabei, oder Trainerin Fox auch, und viele neue andere Charaktere, die ich jetzt alle nicht aufzählen will. Ansonsten werde ich noch verrückte. So, wir wählen jetzt erstmal hier ganz Charaktere aus. Und eine Stage, es gibt nur eine. Nämlich die hier oben. Und es gibt auch Tipps. Also die sollte man sich auch durchlesen. Und es geht jetzt los. Ich habe es ein bisschen angezockt und ich finde es einfach richtig cool. Ja. Steuerung, gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich, ja, ganz gutes Spiel. Die Grafik ist nicht so schlimm. Macht Spaß. Und ja. Freue mich schon auf die Vollversion. Es gibt auch neue Items. Das finde ich auch sehr toll. Und der Hintergrund verändert sich auch bei den Stages manchmal. Das finde ich sehr super. Da hat sich Nintendo sehr viel einfallen lassen. Also das finde ich sehr toll. Aber komm, genießen wir das Spiel. Und ist auch nicht so leicht hier. Siehst du? Kann schon ein paar Hakler geben hier. Nein! Komm schon. Bring mich nicht zum Heulen hier. Nein. Also ich versuche standhaft zu bleiben, also nicht hier andauernd aus den aus dem Kampf zu fliehen, also von der Arena aus weg. Wie es bei Smash Bros. Immer üblich ist. Du musst denjenigen rauskicken. So wie jetzt der Fall war mit Mega Man. Also, so kann die auch irgendwie immer auf A's angreifen. Oh! Ich kann jetzt einen Smash-Attack einsetzen. Wie kann ich die denn einsetzen? So? Warte. Wie kann ich das denn machen? Kann ich das machen? Ah, jetzt! Aber in die falsche Richtung. Ich wollte es doch. Ach, egal. Ja, ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Yep. Aber das war auch ein wenig zu einfach. Naja, von wegen zu einfach. So, wir spielen jetzt mal mit Link. Gegen Pikachu und Mario. So, danach spiele ich mit Pikachu. Und das ist dann auch der letzte Kampf, weil mehr gibt's ja nicht zu zeigen, außer die Charaktere, wie die kämpfen und so und ja. Also Mario, finde ich, der steuert sich ganz gut. Und Link, der geht auch echt ab. Der Stachypanzer, den will ich haben. Oh. Ich glaube, Mario hat den eingesetzt, nicht? Ja, Mario. Sofort reagiert und ausgewichen. So. Muss man auch auf den Spielverlauf achten, was hier alles passiert. Man darf hier nicht zu lange warten, man muss schnell reagieren, ansonsten bist du verloren. Dann können die dich leichter angreifen. Wie kann man das nochmal wegwerfen, das Item? Ich hab's vergessen. Ach ja, auf B könnt ihr
Hier, wie man es auch sieht, kann man hier links Bogen benutzen und so weiter machen. Was ist das denn? Nein, ich wollte doch da gar nicht rein. Und der Pilz macht einen groß. Yep. Oh, Link. Mach bitte keinen Müll hier. Nein, das war eine schlechte Idee. Hier kann man auch ziemlich viel Kacke machen. Und Pikachu hat den ersten jemand rausgeworfen und ich auch. Also rausgekickt. Ist ganz wichtig. Also. Ja. Ich war in Melee auch schon sehr gut in, also in Kämpfen. Habe ich die auch immer alle rausgekickt. Aber da gab es, glaube ich, noch keine Smash-Attacken. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht gab es ja welche. Wie ich einfach nur am Rand stehe und die Stück für Stück fertig mache. Ja, Pikachu baut Scheiße, warum auch immer. Oder baut Mist, um es freundlicher zu sagen. Ah, die Kanone. Palutena und Pit sind auch wieder dabei von Kid Icarus Uprising. Wer das gespielt hat, sehr gutes Spiel, solltet ihr mal ausprobieren. Also nichts gegen zu sprechen. Link. Gut, dann spielen wir noch mit Pikachu und dann war es das auch. Mit dieser Let's Demo Video Folge irgendwas. Pikachu. So. Nein, ach egal. Nee. A gedrückt halten hier. Ich will den da gegen Link. Dergleichen Sage. Ich hoffe, ihr seht auch den ganzen Spielverlauf hier. Ansonsten könnte das zum Problem werden. Pikachu ist, glaube ich, anspruchsvoller zu kämpfen. Nee, ich glaube nicht. Nein. Definitiv nicht. Pikachu ist sehr gut. So, der Stern von Kirby. Der macht auch ziemlich viel Schaden. Geh weg. Geh weg, Mario, habe ich gesagt. Nein, nicht zu weit an den Rand. Sonst wirst du rausgekickt, mein lieber Pikachu. Die machen schon ziemlich viel Scheiße da, ziemlich viel Müll dahin. Wieso sage ich immer dieses böse S-Wort? Das will ich doch gar nicht. Ich will es werfen. Pikachu, nein. Hä, was bringt das eigentlich? Egal. So, Link. Fliegt einfach alles rum. Maxi-Tomate. So, Smash-Attacke. Ah. Smash-Attacke von Pikachu ist sehr interessant. Also, ja. So, Link. Aber mit A kann man die abbrechen, ne? Ja. So, dann kicke ich mal Mario und Link weg raus. Schaffe ich das noch? Nein, ich werde doch hier jetzt nicht verlieren, oder? Oh nein, kein Sudden Death. Schaffe ich's? Ja, ich hab's geschafft. Ach, Pikachu. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Let's Demo. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel gebracht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.